Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und bevor wir zuerst wegschalten, die das hier nicht interessiert, bleibt ruhig dran, weil das ist ziemlich wichtig, also ziemlich ist gut, aber es ist halt wichtig, wenn ihr mein 200 Abonnenten Special sehen wollt. Also, wichtige Informationen, bleibt am besten dran. So, puh, sorry Leute. Was habe ich in dem Part vor? Ich habe vor, nicht zum Zaubertisch zu gehen, nein. Oh, obwohl ich den so mag. Nein, ich hatte erstmal vor, in die Ofen zu gucken, ob da irgendwas drin ist, weil ich habe eh wichtig schwer gespielt. Und nein. Und ich hatte vor, den Keller fertig zu machen. Und zwar sollte ich, habe ich mir überlegt, ich mache das hier nochmal weg. Und den auch noch. So. Und dann mache ich hier auch das ganze Ding weg. Ich wollte erst so machen, dass ich auf der Seite Kisten habe und auf der anderen Seite so an dem hier Kisten habe. Aber, ich mache das jetzt doch nicht, weil, keine Ahnung. Ich finde das jetzt doch nicht mal so schön. Ich habe mir was anderes überlegt und die Kühe nerven ein wenig. Ich hoffe, die sind jetzt bei euch nicht so laut. Und sowieso ist alles nicht so leicht. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Es war schon zu laut. Ich das schon. So, jetzt ist der Miet leiser. Und ich hoffe, ihr versteht mich besser. Ja, am letzten Mal haben wir ja den Keller hier so ein bisschen gemacht. Und diesmal will ich den Keller beenden. Ne, beenden ist gut. Die ganzen Truhen werde ich wahrscheinlich heute noch nicht schaffen. Und die Kühe nerven so hart. Ich glaube, ich werde die ganzen Truhen heute nicht schaffen, aber was ich schaffen kann, ist den Keller etwas auszubauen und zu verschönern. So, jetzt wollte ich gucken, habe ich hier Weizen drin? Ja, habe ich. Oh Gott, sehr schön. So, und dann vermehren wir die Viecher mal. Ja, komm, lasst mich hier rein. Ich werde, für alle, die sich ärgern, was das sowieso hässlich ist, das werde ich noch ändern, du hast keinen Freund. Für alle, die denken, das ist jetzt hier ziemlich hässlich, ich werde das hier noch ändern. Das wird auf keinen Fall mein Kuhgehege bleiben. Ich werde die da alle noch wegtransportieren. So. Gut, weiter im Keller. Hier werde ich, ich weiß noch nicht, wie groß ich das Ding hier machen werde. Wahrscheinlich hier werde ich so eine Treppe nach unten machen. Habe ich mir überlegt. Und die werde ich hier abzäunen. Ja, da muss der Keller wohl oder übel noch etwas breiter werden. Oder ich kann es auch nicht abzäunen. Aber ich will das abzäunen, doch. Der Keller muss wohl oder übel noch eins breiter. Ja, dann machen wir das mal. Wow, und die Kühe nerven so hart. Und ich habe immer noch eine Steinaxt. Manu, ich will keine Steinaxt mehr haben. Ich werde eine Eisen benutzen, aber ich habe keinen Bock, eine Steinaxt wegzuschmeißen, nur weil ich eine schnellere Hacke will. Deswegen behalte ich die jetzt einfach mal noch. Und ja, ich werde da den Weg nach unten machen und was dahin kommt, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, ein Netherportal. Und wahrscheinlich eine kleine Mine, wo ich Diamanten farme, keine Ahnung. Werde ich da mal gucken, was ich da so alles hinmachen werde. Auf jeden Fall das Netherportal, so viel steht schon mal fest. Und der Rest, keine Ahnung. Wow, und mein Schiff ist gleich kaputt. Und die Kühe nerven so, mein Gott. Dö, dö, Erde, Erde. Ja, ich wollte erzählen, was ich so Schönes geplant habe. Und zwar, also, geplant ist gut. Ich habe deswegen, das ist ja so wichtig. Ich habe eben noch nichts geplant für meinen 200 Abonnenten. Zum Beispiel, ich habe nicht gedacht, dass es das jetzt nochmal so einen Schub gibt. Gleich 200 Abonnenten, krass. Danke auf jeden Fall nochmal dafür, Leute, dass ihr mich so krass supportet habt und... Ich habe schon wieder 204 Abonnenten, also es erhöht sich stetig. Keine Ahnung, wie viele es jetzt sind. Ich nehme die Part ja auf und ich lade ihn ja hoch, ihr wisst ja, bla bla. Ist ja nicht live. Und ja, ich habe noch keine richtigen Ideen. Ich habe ein paar Ideen für 200 Abonnenten Special, aber ich weiß nicht, ob euch die so gefallen. Das letzte war ja, naja, 130, glaube ich, war es, keine Ahnung. 100 Abonnenten Special war ja nicht so super dolle mit dem einen Part, naja, okay. Und da wollte ich mal euch fragen, was ihr denn so haben wolltet für ein 200 Abonnenten-Special. Nennt mir mal ein paar Ideen. Meine Idee wäre es gewesen, vielleicht mal einen Livestream zu machen. Meinen allerersten Livestream auf Twitch würde der dann natürlich sein. Würde ich mir dann mal angucken, wie das so, wie man das da so macht mit Twitch. Müsstet ihr mir dann in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich sowas sehen wollt. Weil, wenn dann keiner zuguckt bei Twitch, dann mache ich das auch nicht, weil das bringt mir auch nichts. Wenn Streamer und ich habe null Zuschauer. Ja, also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Twitch einen Stream haben wollt. Als 200 Abonnenten Special einen schönen langen Stream, wo ihr dann auch meiner Welt joinen könnt. Und ja,
keine Ahnung, irgendwas Lustiges machen. Ja gut, das wäre jetzt hier fertig, der Keller. Ja, und dann könnten wir natürlich zusammen etwas Schönes bauen, weil Minecraft oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall bei Twitch ein wenig streamen. Ja, also schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare Twitch oder vielleicht was anderes. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wäre am einfachsten. Fuck. Einfachsten. So. Ja, genau. Das war eigentlich das Wichtigste mit dem Community-Projekt. Ach, stimmt. Community-Projekt. Ja. Da will ich den lieben Jungle Chris mal bitten. Du hast ja angefangen, die Mitte zu bauen bei meinem Community-Projekt. Ja, wir bauen noch ein bisschen an der Welt rum. Wow. Ja. Leute. Ist das mein Ernst? Bin ich so richtig geistesgestört, dass ich jetzt verplant habe, dass mein Keller größer als mein Haus ist und da jetzt die Decke voll Kacke ist? Oh nee, du stirbst erstmal. Oh, jetzt muss ich den ganzen Keller eins tiefer machen, weil ich ja die Decke aus Dings haben will, aus Holz. Scheiße. Naja, gehen wir erstmal schlafen. Damit der Bart wohl etwas länger. Fuck. Gut, dann geht's jetzt an das Werk. Okay, dann mache ich den Keller halt einen tiefer, ist ja nicht so schlimm. Ich hatte eh was vor, was eigentlich ganz lustig ist. Naja, ganz lustig. Ich wollte den Boden nicht so aus Cobblestone machen, sondern aus so einem Steinstufen. Hab ich mir überlegt. Also, gucken wir mal, hier haben wir Stein drin. Wow, yeah. Zwei Stacks. Ein Stack hier rein. Ein Stack hier rein. Und in der Zeit machen wir schon mal den Keller eins tiefer. So, gut. Machen wir den Keller halt eins tiefer. Manu. Egal. Nicht so schlimm. Ich müsste sowieso wissen, wenn ich jetzt hier eine Truhe habe. Okay, ja, okay. Okay, es wird reichen. Ja, es wird reichen. Ich habe gerade geguckt, wie hoch die Truhen, also wie viele Truhen ich machen kann, wenn es jetzt vier Blöcke hoch ist. Ja, vier. Ja, vier. Vier, Leute, vier. Oh, die Kühe regen so auf. Ich glaube, ich mache die Kühe auch unterirdisch. Weil wenn die den ganzen Tag auf der Oberfläche rumblöcken, das nervt ja auch nur. Nur am Nerven. So, goodbye, Fackel. Goodbye, fuck. Ja, also, jetzt nochmal zum Community-Projekt. Jungle Chris hat ja angefangen, meine Mitte zu bauen. Jungle Chris, wenn du das Video guckst, dann, ja, hör einfach zu. Du hast ja angefangen, die Mitte zu bauen und ja, die ist jetzt noch nicht ganz fertig. Du sagtest mir schon, dass du erstmal nicht spielen kannst, aus familiären Gründen. Ich hoffe, ich darf das im Video erwähnen, weil du hast es eigentlich auch unter die Kommentare geschrieben. Keine Ahnung, ob es eine private Nachricht war oder nicht. Auf jeden Fall kannst du nicht spielen und... Ja, wenn du wieder spielen kannst, oder schreib mir einfach in die Kommentare, wann du wieder spielen kannst, weil es ist ein bisschen blöd, denn die Mitte muss irgendwann fertig werden, weil ich will ja mit dem Community-Projekt anfangen. Und ich selber weiß jetzt nicht so, wie du das beenden wolltest, deswegen will ich da jetzt eigentlich nichts dran machen. Und ja, bevor die nicht fertig ist, will ich das Community-Projekt auch nicht starten, weil das ist dann ganz schön kacke, wenn da so ein halbfertiges Gebäude in der Mitte rum, in der Luft rumgeiert. In der Mitte. Ja, ist ja die Mitte, nicht in der Luft. Bla. Rumgeiert und... Ja, ist halt nicht so cool, ne? Ja, also wäre cool, wenn du dich bei mir melden könntest. Einfach in den Kommentaren, reicht vollkommen aus. Da sehe ich das eigentlich auch am besten. Weil PSN ist das immer ein bisschen blöd. Weil wenn ich gerade aufnehme, gucke ich mir die Nachrichten meistens nicht an, die da gesendet werden. Weil ich mich aufs Spiel konzentriere. Und... Ja, also wäre cool, wenn du mir bei... Einfach bei YouTube in die Kommentare schreibst. Wie das so ist. Okay, gut. Ja. So. Blöd, dass da unten eine Höhle ist. Oh, und die Kühe. Meine Güte, die gehen mir so auf den Keks, Leute. Ihr glaubt's nicht. Ich werde die irgendwann nochmal alle abschlachten, einfach nur, weil sie mir auf den Geist gehen. Oh. Also ich muss doch durchhalten. Huhuhu. So,
So, die Wände mache ich auf jeden Fall aus Holz, das weiß ich schon. Außer natürlich die unterste Stufe. Das weiß ich aber schon, dass ich die aus Stein mache. Wisst ihr auch schon, habe ich ja schon angefangen. Das muss ich alles nochmal neu machen. Naja, vielleicht nicht alles, aber viel. So, das muss alles weg. Das wird alles Holz. Dann könnte ich eigentlich auch ein... Nee, jetzt kann ich nicht mehr einen nach hinten erweitern. Wäre aber eigentlich besser, den Keller eins noch nach hinten zu erweitern. Weil... Aber nee. Nee, nee, nee. Jetzt habe ich hier schon die Steine platziert. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Nein. Mann, der Keller sieht noch ganz schön chaotisch aus. Hier mit dem Wasser und so. Und ganz schön brüchig. Aber Leute... Ich verspreche euch, das wird. Das wird. Langsam aber sicher wird mein Keller. Ja, so funktioniert das. Da kommt die Wand hin. Ich hoffe, das ist jetzt symmetrisch. Ich denke mal. So, ich mache jetzt die Parts, glaube ich, immer etwas länger. Weil dann muss ich nicht so oft einen hochladen und jetzt immer schön viel zum Gucken. Ich habe Angst, dass ich in das Loch reinfalle. Ah, das muss doch weg. Ja, mein liebes Wasserloch. Du bist bald auch nicht mehr da. Also zumindest nicht zu sehen. Da wirst du immer noch sein. Aber halt nicht zu sehen. Ach, da oben brauche ich ja gar nicht. Ich wusste es. Es musste einfach noch passieren, oder? Es musste einfach noch passieren. So. Was mache ich denn jetzt hier? Yes. Gut. Wow, super Jump'n'Run Skills. Der, Skywars Part ist natürlich so angekommen, wie ich eigentlich erwartet hätte. Ich dachte, ihr steht jetzt voll so auf Skywars und so. Aber anscheinend nicht. Habe ich mich wohl getäuscht. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, welches Format ihr am liebsten guckt. Also Let's Play, Bed Wars, Sky Wars, Jump League, was auch immer. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, weil davon mache ich dann am meisten. Vielleicht durch DC Universe, keine Ahnung. Oder irgendein Special. Naja, okay, Special guckt ja wahrscheinlich jeder sehr gern, aber ist halt spezial, ne? Aber ich meine jetzt halt so von, naja, sagen wir mal, nicht täglichen, aber halt aktiven Projekten, also die immer wieder kommen. Was von euch da so die Lieblingsprojekte sind, würde mich echt mal interessieren. Schreibt einfach mal in die Kommentare, weil dann kann ich davon mehr bringen, wie ich auch gerade erwähnt habe. Ist es jetzt 1, 2, 3, 4, warte mal. 1, 2, 3, 4, was? Ich kann nicht sehen. 1, 2, 3, 4, ja, 5. 1, 2, 3, 4, oh ja, gut, 5. Sehr schön. Ey, wäre das jetzt nicht symmetrisch gewesen, ich wäre ausgerastet, Leute. Und ich werde die Axt so wegschmeißen. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Ja, was mach ich denn da? Weg. Oh, Mann. Meine Güte. Ich verbaue mich eh noch 10.000 Mal. Ich habe mir überlegt, dass ich nochmal zum... Also, Ich wollte nochmal zum Standard-Texture-Pack wechseln, weil... Ey, jetzt reicht's. Ich mach meinen Fernseher leiser. Scheiß auf den Spielesound, aber ich habe keinen Bock mehr auf die scheiß Kühe. Also, ich wollte nochmal zum Standard-Texture-Pack wechseln, weil ich einfach Bock auf das hab. Wie sind eure Meinungen dazu? Wollt ihr nochmal das Standard-Texture-Pack oder wollt ihr, dass ich bei dem bleibe? Weil ständiger Texture-Pack wechseln ist ja auch nicht so geil. Aber keine Ahnung, ich habe einfach mal Bock wieder auf das Standard-Texture-Pack. Und, ja, keine Ahnung, ich kann ja vielleicht... Nee, ich finde das nicht so gut eigentlich. Eigentlich ist es doch nicht so gut, keine Ahnung. Leute, ich weiß auch nicht, was ich labern soll. Nee, ich glaube, ich lasse erstmal das Texture-Pack hier, weil... Oh. Ups, wollte ich nicht. Ups, wollte ich auch nicht. Scheiße. Ah, kacke. Okay. Boom, ja. Also,
Ja, ich bleib, glaube ich, erstmal bei dem Natur-Texture Pack. Ja, doch, ich bleib bei dem. Ja. Wow, ich kann so gut singen. Das war der beste Sänger der Welt. Ja, ich werde jetzt immer so 20 Minuten Parts machen, denke ich. Weil dann schaffe ich einfach mehr in den Parts und werde nicht immer so wieder aus der Bahn geworfen. Weil dann muss ich immer wieder neu gucken, was ich gemacht habe und was ich machen wollte. So, und jetzt sind meine Holzressourcen leer. Habe ich hier noch was? Nee, ich hab nichts mehr an Holz. Ich muss, wohl oder übel, in den Wald gehen und Holz sammeln. Ja, dann machen wir zwar neue Spitzhacken, ja klar. Neue Äxte. Hier haben wir noch ein paar Sticks. So. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Brauche ich nicht. Will ich eigentlich nicht, aber mache ich trotzdem noch. Ja gut, wir müssen wohl oder übel Holz sammeln. Ist das mein Doggy? Ist das mein echter Doggy oder ist das mein... Hey! Stopp. Nein, du bist nicht mein Doggy. Du bist nicht mein Doggy. So, hier wollte ich einen Garten machen, also hauen wir das hier mal weg. Ja, ich habe auch noch vor, einen Garten... What the f... What the fuck war das denn? Ja, ein Creeper, ja, weiß ich auch. Aber, Alter, hat der mich erschreckt. What the fuck? Scheiße. Scheiße, scheiße. Mann. Mein Herz. Er könnte mich nie antun. Nee. Ich bin doch schon so alt. Und was auch cool wäre, Leute, wenn ihr mir ein paar Fragen in die Kommentare schreiben würdet. Fragen, nicht Fragen. Dich, der gute Englischmeister. Nein, also wenn ihr mir ein paar Fragen in die Kommentare schreiben würdet, weil dann habe ich auch etwas zu erzählen in den Videos und laber nicht irgendwelche Scheiße, wie sonst eigentlich immer. Ja, wäre echt nice. Oh, meine Karotten wachsen aber schön. Ich mache noch ein richtiges Feld. Ja, ich habe gesagt, ich mache eine Erntemaschine. Ups, Erntemaschine. Und ja, es kommt eine Erntemaschine, Leute. Wow. Hier noch Holz? Nein. Und ich weiß, dass dieses Haus immer noch so hässlich ist. Und ja, ich ziehe aber halt in das. Wenn das irgendwann mal fertig ist. Mit dem Dach. Was ich mir schon seit ewig vielen Parts vornehme. Aber ich setze es ja nie durch. Von daher auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber echt mal ein bisschen Holz abernten und Gas geben. Oh, ich freue mich schon, wenn ich meine Eisenachse nutzen kann. Gleich dürfte es soweit sein. Gleich. Ja. La 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 la. Okay, viel schneller geht es damit nicht. Aber schon um einiges. Oh, ich wollte gerade mein Haus. Oh, schön viel Holz. Nein, es ist mein Haus. 27. Ja, wenn ich den Keller heute noch... nee, kriege ich nicht mehr. 18 Minuten haben wir schon. 20 mache ich aus. Ja, ich mache dann, wenn ich den Keller fertig habe, mache ich endlich ein Netherportal und gehe etwas Level farmen, um erstmal Level 30 zu verzaubern und dann gehe ich nochmal richtig den Nether zu erkunden. Weil ich habe echt keinen Bock, dass meine Level dann alle weg sind, wenn ich im Nether sterbe, wenn ich den gerade erforsche. Deswegen erforsche ich den erstmal, also erforsche ich den noch nicht, sondern mache nur eine kleine Expedition, um Level zu farmen. So, so, so. Auf wieder ins Vertraute. Oh Gott, ich muss echt gleich aufhören. Noch eine Minute, wow. Man muss doch schnell ein bisschen Holz. 64 sollten reichen. Und ab nach unten in den Keller. Killer, killer. So, mein Doggy macht natürlich wieder Remi. Geht doch gar nicht. Hä, bin ich behindert? Habe ich jetzt einen schiefen Blick oder was? Lol. Naja, okay, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bewertet ihn auf jeden Fall. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder, ne? Leute, du machst jetzt doch schnell das Dach fertig. Und dann sage ich auch wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Sarius. Nein, noch nicht.
Oh, jetzt verbaue ich mich hier noch. Meine Güte, ich will den Part beenden. So. Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben ihn nicht geschafft und den Keller so weit gebracht, wie er schon vorher war. Verbessert. Sogar weniger weit. Der Boden ist weg. Naja, okay. Leute, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.